Hallo ihr Lieben! In immer mehr Orten Mecklenburg-Vorpommerns gehen immer mehr Leute auf die Straße, um sich für eine freie Impfentscheidung und eine spaltungsfreie Gesellschaft einzusetzen. Im Einzelhandel und in Restaurants wird nur noch Menschen mit einem Impfpass oder Genesenenschein der Eintritt gewährt. Ich denke mal, dass niemand von uns in einer Welt leben will, in der wir nur noch mit einem QR-Code ausgestattet irgendwo Zutritt erhalten. Am 21.04.2020 hat uns der Journalist Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios Ostasien, etwas unglaublich Spannendes aus China berichtet. Hört mal genau zu. Selbst bei banalen Dingen, wo wir etwas einkaufen wollten, ich wollte mir ein paar Sportschuhe kaufen, da musste ich eine App runterladen, um in diesen Laden überhaupt reinzukommen. Und dies findet jetzt quasi unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes, würde ich sagen, findet hier etwas statt, was sowieso schon sehr massiv beim chinesischen Staat vorhanden ist. Eigentlich die totale Überwachung über das Handy der Leute. Man wollte das sowieso einführen. Der chinesische Staat dieses Jahr mit einem sogenannten sozialen Benimmkodex, den man einführt. Und da nutzt man natürlich auch diese Gesundheitsangst der Leute, um diese Massüberwachung stattfinden zu lassen. Weder die Geimpften noch die Ungeimpften möchten in einer Welt leben, wie sie in Teilen Chinas bereits Realität ist. Lasst uns deswegen alle gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße gehen. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Sag mal, wollen wir denn echt, dass Kinder heute leiden, Fremde über sie entscheiden, was sie tun sollen und was nicht? Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Wir lassen Menschen allein, nur weil andere uns sagen, es sei zu riskant, wir sollen lieber auf Abstand sein. Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träumer, wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken, Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein, Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder Träume leben. Zeit, dass wir wieder anfangen zusammenzustehen. Dass wir uns in die Arme nehmen. Magdeburg, macht mit, wehrt euch, lasst euch das nicht gefallen!